So, ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Tut mir leid. Ich bin der Meinung, ich habe hier eigentlich Order Random. Ist ein bisschen komisch hier mit der Zufallswiedergabe. Ich habe zwar Zufall eingestellt, aber irgendwie hat er da manchmal keinen Bock drauf. Und dann macht er da zweimal hintereinander. Ich glaube, als ich durchgespielt habe, ist er sogar mehrmals, hat er, glaube ich, sogar mehrmals hintereinander. Also in Folge von ein paar Liedern hat er sogar, glaube ich, manchmal. Oh, was mache ich eigentlich? Hat er manchmal sogar. Also er hat erst ein Lied gespielt, dann nächstes und dann wieder das eine gemacht. Also ganz komisch. Ganz komisch und verblüffend. Ganz komisch und verblüffend. So, man merkt denn doch, dass die Stufen fehlen. Ich glaube, dann mache ich mir doch noch mal ein paar mehr. Ich habe ja hier so viel Bruchstein. So, mache ich mir ein 64er Stack. Dankeschön. Und was mir mal aufgefallen ist, ich hätte das hier auch alles mal ein bisschen mehr ordnen können. Aber ich weiß ja, wie das ist. Also bei mir ist das ja immer so, dass ich dann alles lieber irgendwie gleich reinschmeiß und dann so gleich aus dem Gewissen raus hab. So, Sand. Cobblestone, das lasse ich erstmal im 64er Stack, einfach der Ordnung halb. Ja, okay, mehr können wir eh nicht einsortieren. So, dann machen wir hier oben auch mal so und nein, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, es geht jetzt von hier unten eh nicht. Doch, es geht. Mensch, cool. Und dann machen wir hier nochmal ein so oben drauf. Einfach, weil es uns gerade so passt. So, dann mache ich hier und hier mache ich es einfach mal so. Dann sieht das auch ein bisschen verkrepelt aus. Und das soll jetzt nicht böse, oder es ist jetzt nicht böse gemeint. Und was ich mir noch überlegt habe, was man... Die zweite Folge seit dem neuen Rechner und schon passieren mir so eine Missgeschicke. So, diesmal gehe ich auf Nummer sicher. So, dann mache ich hier gleich die beiden weg. Das habe ich mir in der letzten Folge schon gedacht. Oder als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir das gedacht. Sorry. Weil die beiden sieht man ja eh nicht. Und von daher kann man das ja eh so weglassen. Denn, ja gut, sieht das ein bisschen doof aus. Ich glaube, da gehe ich jetzt nochmal kurz hoch mit meiner Trittleiter. So, wieder auf Nummer sicher. Und dann mache ich hier oben, wenn das jetzt ein bisschen so das Bild verschandelt, dann mache ich mir hier oben mal die ganzen Blöckchen weg. Ah, ich habe mich gerade gewundert, warum das jetzt hier... Warum springe ich eigentlich jedes Mal runter? So, dann mache ich das hier... Boah, das wollte ich doch gar nicht. So. Hier machen wir mal noch ein Mäuerchen hin. Und daneben einen kompletten Stein. So. Und da, ob sich das jetzt hier... Ja, natürlich auf den Kopf. So, Kollege, ich würde jetzt gern, dass du das Gleiche, was du eben gerade gemacht hast, nur andersrum, aber es natürlich geht nicht. Aber es natürlich geht nicht. So. Egal, dann lassen wir das, nee, das können wir jetzt natürlich nicht so lassen. Hier können wir aber, das lasse ich jetzt hier erstmal so. Hier dann nochmal ein Mäuerchen hin und dann so. Da kann man da zwar nicht komplett oben hingucken, aber man weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Ich überlege auch, ob ich das komplette Äußere... Ach nee, Mist, dann sieht man ja, stimmt, dann sieht man ja das. Das war ja das Problem. Egal, ich lasse das jetzt erstmal so. Aber das sieht eigentlich von ganz, ganz weit weg. Von ganz weit, weit weg, wenn man auf den Boden guckt, dann sieht das eigentlich sogar gar nicht schlecht aus. Nein, aber wenn man so betrachtet, dann sieht das wirklich nicht... Also das ist zumindest in der Mitte, sieht zumindest sehr von der Natur geprägt aus. Die hinteren, ja gut, hier so, das ist ein bisschen übertrieben hier, dieses eine Guckloch. Aber ich glaube, ja doch, dann mache ich hier mal ganz schnell so und das tausche ich einfach mal, grob gesagt. So, wie wollte ich das jetzt, Mist, das wollte ich gar nicht. Gib mal her und mach mal so. Und dann so und dann, ja, dann sieht es schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, was heißt schlecht? Na gut,
Dann würde ich sagen, boah, mein Henge ist ja dann auch schon wieder fast fertig, wa? Mache ich hier mal nochmal ganz heimlich hier so Screenshot. Hihi. So, jetzt nochmal einen Ton von einer alten Kamera erzeugt. Und dann haben wir das erste, die erste, na, wie soll ich sagen, das erste Projekt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das erste Projekt auf unserer ersten, auf unserer, in unserem neuen Kapitel geschafft. Was ich mir jetzt aber noch überlegt habe, was jetzt noch ein kleines Problem war, wie wir den Übergang hier herstellen, ob wir das mit einer Brücke machen oder anders halt. Weiß ich nicht. Ich glaube, Cobblestone mache ich einfach mal hier drüben hin. So, die Wolle natürlich sehr geordnet hier wieder rein sortiert. So. Ach komm, dann hau ich das hier erstmal rein und sortiere das jetzt. So. Aber was ist denn das für eine ruhige Musik? Boah, schon wieder so Movies. Warum kommt hier immer das gleiche? Ich mache jetzt einfach mal einen weiter. Hihi. Na, dann haben wir da mal wieder was Bekanntes. So, Kies haben wir hier und Erde können wir hier drüben noch mit reinhauen. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So, dann ist das wenigstens halbwegs geordnet. Was mache ich hier? So würde ich das gern und. Warte mal, wo war jetzt der zweite? Ach, hier. Boah, das kann man immer so schlecht unterscheiden: Sandstein und Sand. So, und hier drüben ist, naja, wie gewohnt alles ungeordnet. Und Netherstein brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Das Ei packe ich auch einfach mal mit rein. So, Feuerzeug brauchen wir auch nicht. Außer wir wollen was abfackeln. Oder uns selber abfackeln. So. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt erstmal rüber und weiß ich nicht und fällen erstmal ein paar Bäumchen von der schönen Natur. Ich bin fast der Meinung oder bin fast am Überlegen. Ja, wir haben jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder wir holen uns da drüben Holz und bauen die Brücke hier aus Holz, aus edlem, sehr schönem, huch, sehr schönen Holz, oder wir machen es aus Bruchstein, wovon wir sowieso genug haben. Ja, ich bin der Meinung, wir nehmen Dingsda-Bumster da drüben, also Holz. Und ist ja nicht so, dass sie keine Setzlinge fallen lassen. Dann können wir die Bäume ja auch gleich wieder pflanzen. Das heißt, sie verschandeln, oder es verschandelt nicht die Natur, wenn wir hier die ganze Zeit abholzen. Achso, und was ich noch erwähnen wollte, wegen dem Folgenverlust, ach, wegen dem Weltverlust habe ich natürlich jetzt hier eine neue Eisenaxt, aber was ich gesehen, also das hier, die Diamantspitzhacke, die wollte ich jetzt sowieso nur ein bisschen nehmen und dann wollte ich die irgendwie löschen. Einfach der Fairness halber, weil die ja sowieso schon fast Schrott war. Die Eisenäxte, die waren, soweit ich weiß, sowieso bei, sag ich jetzt mal, noch gutem Zustand. Die waren zwar benutzt, aber bei gutem Zustand. Frage ich mich, wie das gemacht. Wahrscheinlich habe ich damit einmal Sand oder so abgebaut. So, warte, komm, dann machen wir das jetzt einfach mal. Huch. Und dann ist es fair, dann kann sich keiner beschweren. Und dann überlege ich kurz Tropenholz. Ach, das lasse ich jetzt hier erstmal drin. Ich nehme jetzt aber erstmal. Obwohl, die Axt lasse ich jetzt erst drin, ne? Na, 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 na. Und dann schwimmen wir rüber. Oder war die Frame Rate gerade bei 30? Oh, ich verwöhnt es. Das kann doch nicht sein. Oh. Sie war gerade bei 30, bei 3.0. Aber zum Glück ist sie nicht auf 29 runtergesprungen. Oh, doch, da war gerade, glaube ich, 29. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Momentchen mal. Ich muss mal hier ganz kurz wieder. Komisch, das muss scheinbar, weiß ich nicht, woran das liegt, dass das hier wirklich die ganze Zeit ruckelt, aber ich glaube, das müsste denn an der Welt liegen, die generiert wird. Und wenn man denn natürlich aufnimmt, Musik spielt, ja, aufnimmt, Musik spielt und dann allgemein das Spiel noch offen hat, dann ist das klar, dass der Prozessor denn überlastet ist, wenn er denn zudem auch noch die Welt generieren muss. Klar ist das keine Ausrede, aber. Ich verpacke es mal als solche. Ein Ei. Dankeschön, Dankeschön. So, die ersten vier Akazien. Ja, Akazienholz. Stämme, sage ich mal, die wir jetzt hier gesammelt haben. Boah, ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Beim besten Willen, ich komme nicht klar. So. Ah, das war ja typisch, dass ich da oben jetzt nicht rankomme.
Da müssen wir hier mal kurz nochmal die Natur ein bisschen umformen. Oh, Hilfe, das hätte ich jetzt fast übersehen. So, so, so. Und ich wette, dahinter ist noch einer. Nee, okay, gut. So, dann hoffen wir mal, dass das hier jetzt alles... So, ich komme ja hier, muss ja hier sowieso dann nochmal später zurück. Das heißt... Boah, das Portal sieht man auch echt auf einer sehr weiten Distanz. So, ich komme ja hier sowieso nochmal vorbei. Deswegen lasse ich das jetzt hier ganz in Ruhe abfallen. Und sammle dann später alles ein, wenn wirklich was feingelassen wird. Ich hoffe es. Weil ich will jetzt hier nicht die ganzen Bäume wegmachen und keine neuen pflanzen. Ich will ja nicht als Sünder dastehen, als Natursünder. So, das ist mal ein angenehmer Baum hier. Unangenehm. Gib her. Ist meins. Nein, ich bin überhaupt nicht egoistisch. Oh cool, unser erster Akaziensetzling, den mach ich gleich mal dahin. Unser zweiter Akaziensetzling. Und der war scheinbar ein wenig mager gewesen. Der war, glaube ich... Der wollte, glaube oder der will, glaube ich, nicht so recht. Egal. Oh, was ist das? Ich glaube, das ist auf jeden Fall unter anderem ein neuer Gegenstand. Diorit. Gutes, altes Diorit. Nehme ich manchmal morgens auch, wenn ich keinen Bock auf Duschen habe. Ich frage mich, warum ich das jetzt gerade mitnehme. Einfach, weil ich denke, dass es vielleicht wertvoll ist, weil... Aber so viel, wie das hier ist, boah, das kann gar nicht wertvoll sein. Das packe ich mal lieber schnell weg. So, ich mache mal so, dass hier keine Monster drin spawnen können, aber ich trotzdem noch ein paar mitnehmen kann. So, damit ich was für den Bilderrahmen habe, habe ich mir jetzt 11 Diorit mitgenommen. So, habt ihr wenigstens mal was ausgespuckt? Ja, ihr habt Spaß, ne? So, jetzt habe ich schon 2 Setzlinge und 3. Das heißt, hier kann ich wenigstens schon mal einen wieder hinmachen. So. So, ich bin ehrlich, ich weiß nicht 100... Ach ja, was ich noch sagen wollte, mein Prozessor. Ich habe jetzt auch Render Distance auf 20. Grafikeinstellungen. Da habe ich 20 und ich denke mal, da ist das denn berechtigt, dass der ein bisschen ruckelt, denn beim Generieren... was ich jetzt aber noch dazu sagen wollte, ist, dass ich eventuell, dass hier nicht alles 100% gleich ist, zum Beispiel, dass, weil die Welt ja jetzt hier komplett wieder von vorne neu generieren muss, dass denn dadurch irgendwie, weiß ich nicht, manche Bäume oder so nicht stehen geblieben sind wie vorher. Und ach ja, was ich noch vergessen habe, da oben habe ich ja unser Leuchtsignal vergessen. Auf jeden Fall wollte ich mich dafür entschuldigen, falls jetzt hier nicht alles 100% ist, aber das ist leider denn dem Dings zuzurechnen. Nehmen wir mal Diorit, um uns hochzubauen. So. Aber Dirt wäre, glaube ich, doch besser, wenn ich das zum Hochbauen nehme. Aber gut, die Spitzhacke, die muss ich sowieso gleich entsorgen. Ich frage mich nur, wie... Egal, wird sich schon was finden. Wenn nicht, mache ich das auch einfach nach der Folge. Denn benutze ich die jetzt einfach. Dann packe ich die hier oben hin. Und erinnere mich dann irgendwie... Warte mal, das muss ich irgendwie anders machen. Ich will jetzt hier die Natur nicht so verschandeln. So, nehmen wir hier einen Dirtblock. Und hier noch. Dann mache ich das einfach, nachdem ich den hier aufgenommen habe. Dann gehe ich kurz in Kreativmodus und lösche das einfach. Und dann hat sich das, weil wie gesagt, ja, die Spitzhacke war ja so gut wie kaputt gewesen. So. Achso, und was ich noch erwähnen wollte, ist jetzt zwar ein bisschen unpassend, ist jetzt auch genau am Ende der jetzigen Folge, sag ich mal. Ja, sehr, sehr treffend. Ich habe die 500 Abonnentengrenze erreicht, habe ich gerade gesehen. Also nicht 500 Abonnentengrenze, aber die 500 Abonnenten... Den 500 Abonnenten-Meilenstein habe ich erreicht und darüber freue ich mich sehr. Ich überlege mir noch, was ich für diesen Meilenstein, was ich da für eine Überraschung mache. Ich weiß es noch nicht genau. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ich die Zahl 500 jetzt erreicht habe. Und Dankeschön auf jeden Fall dafür oder für jeden einzelnen Abonnenten von mir. Freue mich sehr, dass sich 500 Leute dafür entschieden haben, bei mir auf Abonnieren zu drücken. So, alles eingesammelt.
Hier lasse ich auch mal langsam ab. Ach Mist, ich hätte jetzt jedes Mal so ein Setzling hinsetzen können. So, hier war ungefähr ein Baum. Weil ihr das jetzt hier... ich das vergesse. So, da drüben ist so gut wie alles weg. Das heißt, da gucke ich jetzt nochmal schnell hin. Hier ist der gute alte Setzling. Und hier ist noch einer. Cool.